Hallo liebe Landentdecker, ihr seht hinter uns, wir sind in Karls Erlebnisdorf in Zirko auf der Insel Rügen. Und heute ist, wie man uns berichtet hat, so richtiges Karlswetter. Es ist so ein bisschen wechselhaft, ein bisschen zu kalt für einen Strand, aber auch ein bisschen zu schön, um einfach den ganzen Tag im Museum zu verbringen. Und da kommen halt ganz viele Leute hierher. Ja, Karls Erlebnisdörfer, Karls Erlebnishöfe, die kennt man mittlerweile Land auf Land ab. Und neben mir ist auch das Karlchen, nein, das ist natürlich der Jonas, er hat ihn lange erkannt und Jonas durfte heute mal hinter die Kulissen blicken und mit in der Marmelade rühren. Ja, wir waren in der Marmeladenmanufaktur und haben auch zugeschaut, wie die Bonbons hier hergestellt werden. Durftest du auch mal naschen? Natürlich. War es lecker? Sehr, sehr. Schön. Ich fühle mich, als wäre ich dabei gewesen, aber ihr seid gleich dabei. Man fühlt sich, also wenn man von draußen reinguckt, ist es ja wie bei Oma. Ne? Man steht am Topf, überall ist Dampf und alles kocht und alles blubbert und man kann reingucken und man kann so ein bisschen schnacken. Und es riecht gut. Richtig, ne? Gibt ja kein Geruchsfernsehen, aber wir können es bezeugen, es riecht fantastisch. Und man kann eben überall, ja genau, probieren. Das Brot wird aber auch selber gebacken. Genau, ja. Das Brot ist bei uns aus der Backstube, ist unser Landbrot, jeden Tag frisch. Gebacken, auch mit natürlichen Zutaten, nur mit Sauerteig, mit Weizenmehl, Roggenmehl, mit Hefe, Salz und Wasser. Und das war es eben auch schon. Ne, so ähnlich ist es, was heißt ähnlich, genauso ist es ja bei uns eben auch. Ne, wir haben die Erdbeeren, wir haben Gelierzucker, wir haben Zitrone und das war's. Welche Sorte wird von den Gästen am meisten gekauft? Natürlich der Erdbeertraum. Ne, damit hat auch alles angefangen, mit den Erdbeeren. Und Erdbeertraum verbindet man eben auch mit Karls. Ne, Erdbeerhof, Erlebnishof, was auch immer, ist es immer. Das Glas Marmelade, was man mitnimmt. Ganz klar, die Nummer eins ist natürlich unser Erdbeertraum und der hier auch vor Ort produziert wird. Und das ist natürlich unser stärkster Artikel hier. Der wird am meisten gekauft. Alles bei uns ist vegan, vegetarisch, glutenfrei und laktosefrei, weil der Gelierzucker ist versetzt mit einem Pektin, in unserem Fall Apfelpektin, und das sorgt eben dafür, dass der Fruchtaufstrich nicht so flüssig bleibt hier, sondern nachher schön streichfähig wird und nicht vom Brötchen läuft. Ein bisschen höher stellen, damit die Temperatur reinkommt. Es muss jetzt nur noch kurz aufatmen, der ganze Spaß. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Im Schnitt kannst du rechnen, vom Einfüllen bis das fertige Glas nachher im Laden steht, so ungefähr 10-12 Minuten. Ihr kommt uns heute besuchen, weil wir Erdbeertraum kochen, fein püriert. Also müssen wir mixen, ihr Süßen. Das nehme ich gleich ganz laut, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das jetzt machen. Hauptsaison, mächtig viel, und das wird für uns eben tiefgefroren. Das Schöne bei uns ist, es ist alles regional angebaut. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, wer mal so einen Hauptstecher nach Rövershagen macht, wird es sehen. Weil viele sagen immer, ja, und ist doch zugekauft und das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, früher konnte man sich auch nicht vorstellen, zum Mond zu fliegen. Ging trotzdem. Ne? So, und hier ist es eben auch so. Ne? Wir bauen alles selber an, es ist alles Handarbeit. So wie wir das hier machen. Und das ist eben das Pure. Ne? Und wie gesagt, unsere Erdbeeren, wir schwanken immer zwischen verschiedenen Sorten. Ne? Eine Sorte bietet eben auch nicht viel. Der Ertrag muss das Ganze, die ganze Saison übergehen. Und so eine Erdbeerpflanze, eine Sorte, das würde eben nicht reichen. Von daher schwanken wir immer so zwischen verschiedenen Sorten. Das merkt man dann eben auch. Jede Erdbeere bringt ihren eigenen Geschmack mit. Jede Erdbeere bringt ihren eigenen Geruch mit. Ne, es gibt welche, die schmecken vanillig. So, da denkt jeder, oh, was habt ihr da? Ja, nee, die ist eben so. Manche schmecken erdig. Ist, ja, ist eben wie bei Mutti und bei Oma im Garten.
ne? Da schmeckt auch alles anders. Joy are the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. All along the way to break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. Also eine Masse, die wiegt jetzt immer so gute 8 Kilogramm, ja. Und dann kommen dann immer so gute 80 Gläser raus und dann machen wir am Tag davon immer so gute knapp 800 Gläser machen wir mal. Und jetzt auch gerade zur Sommerzeit ist es so, man kommt kaum hinterher, ne? Und das ist auch natürlich das Schöne, weil viele schnappen sich die Gläser, ach Mensch, alles noch Handarbeit und das ist natürlich auch das Schöne, ja, dass die Fans natürlich auch wissen, Handarbeit schmeckt. Ja, die kommen auch wirklich auch gerne wieder und das ist das, was zählt, muss ich mal sagen. Also so viele Eindrücke, das kann man sich doch als eine Person gar nicht alles merken, oder? Das stimmt, hier gibt es so viel zu sehen, diese Erlebniswelt ist so groß und damit man hier den Überblick nicht verliert, gibt es an jeder möglichen Ecke hier solch eine Übersicht, was man alles sehen kann, wo es lang geht. Und da hat man zum Beispiel hier gleich neben der großen Einkaufshalle, die im Hintergrund von uns ist, eine Reifenrutsche, eine Ringrutsche, die wirklich extrem viel Spaß macht. Ja, oder auch dieses Feuerwehrspritzenspiel. Das hätte mir als Kind wahnsinnig viel Freude bereitet. Oh ja, das stimmt. Aber auch an der Traktorwelt da hinten ist so ein wirklich schöner Turm zum Klettern. Und wenn man den Kletterturm geschafft hat, kann man als Belohnung eine wirklich tolle Rutsche rutschen.
Auf jeden Fall. Da freue ich mich schon jetzt drauf. Vielleicht gehen wir auch gleich nochmal hin. Das zeigen wir euch aber nicht, sondern wir sagen tschüss, danke fürs Zuschauen. Abonniert uns gerne im Kanal. Dann kriegt ihr auch jedes Mal eine Info, wenn wir ein neues Landentdecker-Video hochgeladen haben. Und schreibt uns vielleicht auch gerne was in die Kommentare. Oder lasst uns ein Däumchen da. Macht's gut. Ciao. Tschüss.